Servus Leute, heute steht wieder eine Reise an und zwar, ich fahre nach Köln zum Philipp Schmieder, zum Coaching. Auf geht's! Ich bin jetzt in Köln und der Philipp Schmieder hat sich um das Hotelzimmer gekümmert und hat wirklich ganze Arbeit geleistet. Das Zimmer ist so geil und groß, ein Doppelzimmer, ein riesengroßes Bett für mich. An dieser Stelle ein fettes Dankeschön. Guten Morgen Leute, ich bin jetzt hier bei Philipp Schmieder in Köln und wir haben gleich unsere erste PT-Einheit. Bin ja heute beim Coaching hier und das sind die heiligen Hallen. Ah, richtig geiles Studio, Leute, oder? Das ist Philipp Schmieder. Ja, moin. Hier. Philipp, was erwartet uns heute? Ja, Arbeit und Training. Ich bin Diplom-Sportwissenschaftler, seit 2009 Personal Trainer selbstständig, habe angefangen bei Fitness First in der Schildergasse in Köln als Trainer, also habe mich direkt nach dem Sportstudium selbstständig gemacht als Personal Trainer, teilweise noch auf der Trainingsfläche gearbeitet und wie man das so am Anfang macht. Dann mittlerweile natürlich schon nur noch Personal Trainer. 2014 habe ich bei Urban Athletes angefangen, das ist das Studio hier in Köln, was die beste Ausstattung hat, von dem ich weiß. Und eine sehr gute Atmosphäre und da arbeite ich mit meinen Kunden sehr erfolgreich auch. Nahrungsergänzungsmittel. Viele wollen das nicht nehmen, weil sie eben das alles so in Verbindung mit Doping und schlechte Sachen und bla, brauche ich das unbedingt und so weiter und so fort. Was sagst du über Supplements? Brauchen wir die Supplements? Müssen wir die einnehmen? Also der Name Nahrungsergänzung sagt ja, dass es eine Ergänzung ist. Das heißt, die Basis muss immer eine richtige Ernährung sein, angepasst für den Kunden und genug Schlaf. Der Lifestyle muss stimmen, also man kann mit den Supplements nichts erreichen, was man, wenn die Gegebenheiten nicht gegeben sind, die nötig sind, um abzunehmen. Mhm. Also wenn ich zu viel Kalorien esse, dann gibt es kein Wundersupplement, was mir dann hilft beim Abnehmen. Oder wenn ich zu wenig schlafe, gibt es kein Wundermittel, was den Schlaf so gut macht, dass dann 4 Stunden reichen. Mhm. Ja, aber also die Basis muss da sein und dann beschleunigen sie die Fortschritte. Ich habe bisher nur Vorher-Nachher-Fotos, also die Bilder, die ihr im Hintergrund seht, das sind alles Kunden, die Nahrungsergänzungsmittel genommen haben. Ja, also ohne wird kein richtig eindrucksvoller Erfolg meiner Erfahrung nach möglich sein. So, Philipp, die nächste Frage, was wirklich viel interessiert und auch viel wichtig ist, wie wichtig ist das Frühstück? Weil ich habe viele Kunden, ich habe auch viele Anfragen, die sagen, hey, ich frühstücke in der Früh nicht, ich kann einfach nicht, ich habe die Zeit dafür einfach nicht, ich muss raus. Kannst du uns kurz erklären, wie wichtig das Frühstück ist? Also meiner Meinung nach sehr wichtig und auch meiner Erfahrung nach. Ich mache mit meinen Kunden ja auch Langzeitblutzuckermessungen mit vielen von denen und da sieht man ganz eindeutig, wenn nichts gegessen wird oder eben was Süßes gegessen wird, wo ich jetzt mal alle Kohlenhydratquellen dazu zähle, sei es jetzt Haferflocken, Müsli, Cerealien, Brot, Brötchen, das typische deutsche Frühstück eben, dann geht der Blutzucker schon mal direkt auf so eine Achterbahnfahrt. Also entweder sinkt er schnell, weil ich habe nichts gegessen und der Blutzucker ist über Nacht eh schon gesunken und dann geht er noch schneller runter, sobald ich mich körperlich vor allem betätige, wenn ich morgen trainieren sollte. Da brauche ich eine Grundlage. Oder er geht halt direkt hoch durch den Zucker und sinkt dann wieder, weil das Insulin dann rauskommt und ihn wieder in die Zellen bringt, den Zucker oder eben in die Fettzellen, vor allem wenn ich nichts mache. Und unser Ziel ist es immer, oder das Ziel für meine Kunden ist es von mir immer, dass ich den Blutzucker stabilisiere bei denen. Yeah. Das habe ich auch selber schon gemacht, so eine Langzeitblutzuckermessung. Und ich bin sehr kohlenhydrattolerant im Vergleich zu meinen Kunden, viel kohlenhydrattoleranter und trainiere häufiger, habe mehr Muskelmasse als die meisten und trotzdem fahre ich besser mit einem Frühstück mit wenig Kohlenhydraten. Also wenn ich zum Beispiel Krabben mit Avocado morgens esse oder heute gab es 5 Eier zum Frühstück, Rührei mit Tomaten. Bei mir auch, Rührei. Ja. Dann ist der Blutzucker für 4 Stunden stabil. Okay. Und deshalb sehr wichtig. Vor allem willst du morgens direkt dem Körper direkt
Protein zur Verfügung stellen für zwei wichtige Sachen, und das ist eben nicht Muskelaufbau ganz am Anfang vom Tag, sondern das Allerwichtigste ist Entgiftung und Immunsystem. Mhm. Erst wenn dafür genug Protein da ist, dann fängt der Körper auch an, noch Protein für den Muskelaufbau bereitzustellen. Okay. Weil ohne Entgiftung und ohne Immunsystem würden wir sterben. Deshalb ist Protein ja auch lebensnotwendig, also ein essentieller Makronährstoff. Mhm. Zum Thema keine Zeit oder ganz wenig Zeit morgens, dann isst halt eine Handvoll Sonnenblumenkerne und trinkt einen Kaffee mit ein bisschen Kokosfett und isst eine Handvoll Aminosäuren dazu oder so. Genau. Das geht innerhalb von 5 Minuten. Philipp, eine letzte Frage. Kannst du uns deine Top-Tipps für uns geben, die für Leute, die trainieren wollen, aber das auch nicht in die Pötte kommen und damit gar nicht anfangen? Ja, die Frage ist, ob sie es wirklich wollen. Also sollen sie trainieren oder wollen sie trainieren? Wer will, der macht eigentlich auch. Also eigentlich will ja jeder irgendwas. Jeder will einen geilen Körper haben. Ja, viele sagen das, aber ob sie es wollen, ist nochmal, ne? Also es muss intrinsische Motivation da sein, dann muss vom Innen kommen, von demjenigen selber. Wenn du einem nur sagst, hey, du musst mal trainieren, du bist zu fett geworden, macht er das nicht, ne? Servus Philipp, ich bin jetzt bei mir im Gym angekommen. Der Tag mit dir, das Praktikum bei dir, das Internship bei dir, wie auch immer, war richtig, richtig geil. Mit deinen Kunden, mit dem Essen, mit dem Training. Es war einfach bombastisch. Danke dafür und jetzt setze ich alles um.